Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina und heute gibt es wieder mal ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar wird es heute ein Bollywood-Look. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es am Ende aussieht, also seid auch ihr gespannt und bleibt dran. So ihr Lieben, also ich habe mir schon ein bisschen was im Kopf ausgedacht, wie das aussehen soll. Und ich habe hier auch Schmuck auf die Seite gelegt und was ich anziehe und so weiter am Ende. Deswegen wird es eher so ein Rot-Gold-Braun-Make-up. Ja, so ungefähr. Und als erstes nehme ich einfach mal wieder mal meine Mrs. Better Palette von BH Cosmetics und sette natürlich zuerst mein Auge und zwar mit dieser Farbe hier und mit diesem Pinsel. So, und dann habe ich gedacht, es wäre nicht verkehrt, in diese Huda Beauty Palette reinzugehen und vielleicht zuerst mit den Brauntönen hier anzufangen und dann dieses dunkle Rot hier zu benutzen. Jetzt bin ich zuerst in einen hellen Braunton rein mit diesem Blenderpinsel und fange hier einfach mal an, das Auge zu umranden. Vielleicht sieht man den Braunton nicht so gut in der Kamera, aber ich will es so langsam aufbauen und gehe dann in den nächsten Braunton rein. Der ist schon ein bisschen einiges dunkler und mache dasselbe. Ja, aber bei dieser Farbe nehme ich dieses Ende hier und gehe auch ins Braun und gehe am unteren Wimpernkranz entlang. So, und dann nehme ich so einen flachen Pinsel, gehe in das Dunkelrot rein und ich presse das jetzt einfach nur auf mein bewegliches Lid drauf. Also, ich tupfe das hier drauf. Und jetzt versuche ich es mit diesem Pinsel auch ein bisschen zu verblenden. Und jetzt nehme ich nochmal den Blenderpinsel und versuche das Braun mit dem Rot einfach zu verbinden, zu verblenden. Jetzt werde ich auch noch mit dem Blenderpinsel ins Rot reingehen. Und auch mit diesem Ende hier. So, ich zeige euch mal, was für Farben ich benutzt habe. Also zuerst bin ich in dieses Braun, dann in dieses Braun und dann in das Dunkelrot. Und jetzt werde ich das Dunkelrot mit diesem Braun hier mischen, das so, ja, ein Kupferstich drin hat, dass man das ein bisschen noch mehr intensiviert. Und das mache ich gleich mit dem Blenderpinsel. So, also das hier ist so der Zwischenstand, also mir gefällt es schon richtig gut. Ich möchte aber keine Cut Crease machen und habe dafür einen goldigen Lidschatten von Wet n Wild und mit dem bin ich letztens sehr gut gefahren, also werde ich den versuchen einfach hier vorne hinzubekommen mit so einem Silikonapplikator.
Ich habe jetzt doch noch einen kleinen Concealer-Pinsel genommen. So, und wie ihr seht, sieht das Gold, strahlt das trotzdem richtig gut raus, auch wenn ich keine Cut Crease gemacht habe. Aber dafür kommt jetzt ein Eyeliner-Wing drauf. Und zwar mache ich den mit dem Cut Crease Glam & Doll Eyeliner. So, ich werde jetzt doch noch in die Batik-Palette noch reingehen. Das Gold hier auch mit dem Silikonapplikator. Ich glaube, das wird noch besser aussehen. Hätte ich vielleicht vor dem Eyeliner machen sollen? So, das ist jetzt mal der Zwischenstand. Ich bin noch mal hier vorne der Eyeliner nachgefahren, ist ein bisschen Gold drauf gekommen, aber jetzt nehme ich noch die Spitze hier und versuche ein bisschen das Gold so mit dem Rot ein bisschen zu vermischen, damit es nicht so abgekattet aussieht. So, mit dem Augen-Make-up wäre ich eigentlich schon fertig. Jetzt kommen nur noch Wimpern, Dusche, Vorzeichers drauf. Aber davor möchte ich noch hier ein bisschen highlighten unter der Augenbraue. Das mache ich mit dem Hatite Schmidt Labs Highlighter. Und dann highlighte ich auch noch im Gesicht damit. Und meine Mascara ist die von L'Oréal, die Volume Million Lashes. Und meine False Lashes sind die hier von Aura, die 23 Story. Und das ist jetzt der Zwischenstand mit Wimperntusche und False Lashes. Und wie ihr sehen könnt, sind wir fast am Ende. Nur noch die Lippen fehlen. Und für die Lippen werde ich diesen Lip Liner hier von Catrice benutzen. Und diesen MAC Lippenstift. Der ist so ein bisschen dunkler. Ja, und passt zum oberen Teil, würde ich sagen. So, ihr Lieben, und das hier ist mein Bollywood-Make-up. Ich komme jetzt ein bisschen näher. Also das ist einfach der Gesamtlook. Aber eins habe ich vergessen und deswegen komme ich auch noch näher. Was ich natürlich vergessen habe, ist mir einen roten Punkt hier hinzumachen. Und zwar mache ich das mit einer anderen Palette, und zwar mit der Chili-Palette von A Revolution. Und da gibt es ein sattes Rot. Und damit gehe ich mit dem Ringfinger rein und presse das jetzt einfach hier rauf. Okay, ist nicht gerade perfekt geworden. So, ja. So, und jetzt ist der Look wirklich fertig. Ich zeige euch nochmal die Augen genauer. Offen, geschlossen. Und dann die roten Lippen. Viel Schmuck oben, unten, überall. Und dann habe ich hier noch den Schal, den ich habe, einen großen Schal. Habe ich einfach drüber getan und ein Top. Und ich hoffe, das hier ist Bollywood genug für euch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben
Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann jetzt auf Abonnieren klicken, denn dann verpasst ihr einfach nie wieder ein Video von mir und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.